Wollen wir rechts mit rum oder? Oder wir fahren die anderen hier jetzt. Mal gucken, wir müssen wieder alleine längs fahren. Bringt ja auch alles nichts. Naja. Wollen wir da hinten über den Berg oder was? Solltest du was sagen? Ich höre dich nicht. Ach, entschuldige, ich rede mit mir selbst, weil ich das Mikrofon ja abgestellt habe. Deshalb sage ich das. Das war auf einmal so verdächtig ruhig. Ja, danke schön. Bitte. Ich habe mich da kräftig geräuspert und es nicht wieder angemacht. Ja, das Räuspern habe ich noch mitgekriegt. Ach so. Zumindest den Anfang dann. Tja, immer blöd, wenn man dann anfängt, Selbstgespräche zu führen und sich wundert, warum niemand antwortet. Hier wird ja bestimmt was rumkommen, ne? Wer weiß, kann auch eine Leerfahrt werden hier. Treff einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, ich kriege jetzt hier erstmal runter. Das bringt mir nichts. Willst du da stehen bleiben? Ja, das sind Chrome B, zwei Stück. Hm. Ich glaube, die nehmen uns auseinander. Ja, denke ich auch. Hätte ich jetzt beide schon einmal getroffen, hätte ich ihr gesagt, okay, so stehen wir jetzt ziemlich einsam und alleine. Von links können sie aber nicht kommen. Da ist noch der T29. Die ist schon kommen, wir verlieren wieder, ey. Ich fahre mal da unten zum Rand hin und guck mal, ob ich die Crumbles aufdecken kann. Ja, pass auf, dann komme ich mit, dann was sollst du alleine fahren? Achso, nee, ich dachte, dann könntest du vielleicht von da aus schießen. Ja, Also, ich habe sodass gerade ich. schon zweimal vorbeigeschossen. Ich muss näher ran, habe ich das Gefühl. Ich hatte gedacht, dass ich sie vielleicht dazu zwinge, mich zu jagen, also hierher zu kommen. Da Da sind ist ein sie. Crumble. Beide. Schön. Mist. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier wegfahren kann oder ob ich da in seiner Schusslinie bin. Wenn man den einen noch mitgenommen. Und dann auch noch durchrahmen. Hat er sich zu Tode gerammt an dir? Ah, du kommst noch weg. Das ist ganz gut. Richtung T29, Richtung Basis. Hm. Wo hinter dir? Jo, ich sehe ihn. Hätte ich auch gesehen. Er folgt dir. Ja. Vielleicht kann ja die Su-122 auf ihn schießen. Ja, genau. Zieh dich mal lieber erstmal zurück. Ah, die schießen einfach zu schnell, die Hunde, ne?
Ja, die Nachladezeit ist echt krass bei den Cromwells. Das gleicht wirklich enorm den niedrigen Schaden aus, den sie machen. Mann, das geht doch schon wieder voll nach hinten los, ey. Bumble? Oder wer hat dich erwischt? Der T29. Achso. Ja gut, den Rudi werde ich heute dann erstmal stehen lassen. Vielleicht heute Abend nochmal bewegen, aber so. Ey, ja. Das hat keinen, ich weiß nicht, manchmal hat man Tage, da ich glaube, ich könnte 20 Gefechte jetzt mit dem Rudi machen. Und da wird gar nichts bei rumkommen. So, T29 vor mir, Crumble B irgendwo hinter mir. Ja, das wird wahrscheinlich gleich von hinten kommen. Und unsere Zoom macht das natürlich auch sehr intelligent, immer wieder vorfahren. Ach, das war der Crumble sogar. Mhm. Gerade hinter dir aufgeploppt. Mhm. Ah. Welche Farbe haben wir? Oder wie viel Gewinnchance hatten wir dann am Anfang? 22%. Oh, überleg mal, ey. Mhm. Begreife ich auch nicht, ey. Ja. Und wenn du auch die Heavys wieder siehst, wie viel hatten wir? 2. Und die hatten 2, 4, 6 Stück. Oha. Da kann ich nur sagen, Wargaming. Bitte auch an die eigenen Regeln halten. Weil eigentlich ist ja gleiche Anzahl von gleichen Panzerrichtungen ein Matchmaking-Kriterium. Hm. Ja, 6 gegen 2 Heavys ist natürlich nicht so schön. Nee. Kann ja mal 1, 2 mehr sein, okay. Aber 6 gegen 2 Heavys finde ich denn schon. Kommt natürlich auch drauf an, wenn von den anderen 6 alles, ich sag mal, 4 Stück sind, dann natürlich nicht unbedingt, aber das war in diesem Fall, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Ne. Hm. Ah. Ja, war nicht so schön, ne? War beschissen.